In unserem nächsten Film geht es um den europaweit größten Fall von Menschenhandel in den letzten Jahrzehnten. Und das direkt vor unserer Haustür im Nachbarland Tschechien, genau gesagt in den tschechischen Wäldern. Dubiose Subunternehmer im Auftrag der Staatsforste lockten zunächst mehrere hundert Vietnamesen ins Land und ließen sie unter unglaublichen Bedingungen schuften. Danach kamen auch Ukrainer, Russen und Rumänen. Sie alle hofften so der Armut in ihrer Heimat zu entfliehen. Und sie alle wurden auf dieselbe Art betrogen. Danko Handrik über hoffnungslos Gestrandete im Dickicht der tschechischen Wälder und der tschechischen Justiz. Der Wald hat für Ann und Thuyen keine schönen Seiten mehr. Sie haben den Wald hassen gelernt. 2 Monate haben sie im Winter hier gearbeitet und dafür keinen Cent bekommen. Ich erinnere mich an einen der schlimmsten Tage. Wir mussten uns im Wald ein tiefes Loch graben und uns da ganz dicht aneinander drängen, um den eisigen Schneesturm überhaupt aushalten zu können. Das war wirklich unmenschlich. In dem Moment wollten einfach alle nur noch sofort nach Hause. Hunderten Vietnamesen ging es so wie Ann und Thuyen. Sie arbeiteten im tschechischen Staatsforst, bekamen kein Geld, sie bettelten um Lebensmittel. Sie alle träumten in den tschechischen Wäldern von einem besseren Leben. Arbeiten, um irgendwann Geld nach Hause schicken zu können. Dafür nahmen sie alle Strapazen in Kauf. Wir mussten Zweige von den Bäumen schneiden, um neue Setzlinge zu machen. Eine harte Arbeit, vor allem in der Kälte. Einige haben das nicht durchgehalten, wollten nach Hause. Spurensuche. Die Firma Less & Forest bewirtschaftet tschechische Staatsforste. Doch die Aufträge gab sie weiter an Subunternehmer und die besorgten sich illegal billige Arbeitskräfte. Menschenhandel? 100 Fälle liegen auf dem Tisch des Anwaltes Matto Schira. Insgesamt sollen fast 2000 Ausländer nach Tschechien gelockt und dann ausgebeutet worden sein. Was Schira am meisten schockiert, die Justiz zeigt kein Interesse an dem Fall. Der größte Skandal ist der Unwille der Behörden, da etwas zu machen. Einfach die Augen zu verschließen. Und dann natürlich die Haltung der Polizei und der Staatsanwaltschaft, die überhaupt nicht verfolgt, welche Entwicklungen der Menschenhandel in Europa und auch in Tschechien nimmt. Ahn und Thuyen hoffen immer noch. Sie haben sich in Vietnam verschuldet, um in Europa arbeiten zu können. Thuyen hat seine 2 Kinder und seine Frau zurückgelassen, um vom gelobten Kontinent mit viel Geld nach Hause zu kommen. Ahn hat $11.000 Schulden aufgenommen. Reisekosten, Visum, Arbeitserlaubnis. Sie wollte in Europa arbeiten, um ihrer Tochter ein Studium zu Hause zu finanzieren. Und jetzt fangen sie von vorne an. Ich habe hart für dieses Land gearbeitet. Ich habe Bäume für Tschechien gepflanzt. Warum erlaubt dieses Land, dass Leute wie ich von Betrügern ausgebeutet werden? Das verstehe ich nicht. Ich wünsche mir, dass die Regierung etwas unternimmt, um Licht in diese Sache zu bringen. Die Regierung fühlt sich nicht zuständig. Obwohl die tschechische Botschaft in Vietnam stark im Verdacht steht, in den Fall verwickelt zu sein. Sie soll illegal Arbeitsvisa verkauft haben. Das Botschaftspersonal wurde ausgetauscht, samt Botschafter. Der vietnamesische Großmarkt in Prag, Klein Hanoi, ein eigener Stadtteil mitten in der tschechischen Hauptstadt. Etwa 5000 Vietnamesen arbeiten hier. Und viele, die aus Vietnam nach Tschechien kommen, fragen hier zuerst nach Arbeit. Auch Ahn und Thuyen trafen hier auf die Firma, die sie ausbeutete. Für viele Firmen sind die Vietnamesen Rechtlose, freiwillig, erzählt uns der Jurastudent Huang. Er versucht in Tschechien für die Rechte der Vietnamesen zu kämpfen. Sie sind doch bereit, in Tschechien praktisch jede Arbeit anzunehmen, nur damit sie über die Runden kommen und ihre Schulden bedienen können. Sie können ja nicht zurück in den Vietnam. Dort haben sie hohe Schulden, die sie für die Reise aufgenommen haben. Sie müssen also bleiben. Der Haken ist nur, dass sie hier auch für die Verlängerung der Arbeitsgenehmigung immer wieder zahlen müssen, umgerechnet fast 4.000 Euro. Das können sie nicht. Also rutschen sie auch noch in die Illegalität. Und wer illegal im Land arbeitet, kann schwer vor einem Arbeitsgericht seine Rechte einfordern. Die Gewinner sind windige Firmen in Tschechien, die mit billigen Vietnamesen gute Geschäfte machen. Und die Vermittler der Reisen hier in Vietnam.
Giao Tak heißt dieses kleine Dorf 40 Kilometer nördlich von Hanoi. Es ist ein Dorf der Betrogenen. Allein hier haben 30 Menschen kein Geld für ihre Arbeit in Tschechien bekommen und sind dadurch verschuldet. Stammtisch der Betrogenen. Sie erzählen, sie haben zwischen 10 und 15.000 US-Dollar an Firmen gezahlt, die ihnen schwarz die Papiere besorgt haben. Die Familien haben zusammengelegt, damit einer nach Tschechien kommt, um für alle die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wahrzumachen. Hier in Vietnam verdienen sie mit Glück 100 Dollar. In Tschechien, haben sie gehört, kann es auch das Zehnfache sein. 700 Dollar soll man dort verdienen, jeden Monat. Das sah so aus, als ob es das wert ist. Hätten wir es besser gewusst, hätten wir das doch nie getan. Der Betrug hat einem Dorf, das nur die Hoffnung hatte, auch diese genommen. Die Gewinner sind korrupte Beamte, Menschenhändler. An und Thuyen haben von Europa geträumt. Jetzt träumen sie von zu Hause. OSZE und Europarat prangern den Menschenhandel in den tschechischen Wäldern als moderne Sklaverei der übelsten Art an. Die Justiz aber scheint dies nicht zu beeindrucken. Ein Podcast von das Erste.de.